Liebe YouTube-Zuschauer auf dem YouTube-Channel Kanal Live, heute euer Wurzeldummy definiert Besserwisser. Es gibt immer Besserwisser. Besserwisser, die meinen, sie können angeblich sagen, mei, sie wissen das, was Besserwisser sind. Nun, es war da eine Frau, eine Frau, und die hat zu mir gesagt, diese Frau hat zu mir gesagt, ja, spielen kann der Gitarre ganz gut, aber singen kann der gar nicht. Ich hätte auf sie zugehen sollen und hätte sagen sollen, sie, gute Frau, dann singen doch sie und ich spiele Gitarre, mal schauen, ob sie sich besser anhören. Nun, ich habe mal eine Situation erlebt, da war auch eine Frau, die hat mal behauptet, ohne Witz, hat sie tatsächlich in einem Aspekt behauptet, diese Frau, sie muss mich belehren, wie ich meine Texte schreiben soll, wie ich singen soll, wie ich meine Noten draufsetzen soll, angeblich. Dann sage ich zu dieser Frau, ja, wissen Sie, das haben wir gleich, ich bin ja gleich wieder da. Moment, das haben wir gleich, ich komme gleich wieder. Dann bin ich dann hinaufgegangen, habe eine Gitarre geholt und habe sie ihr in die Hände gedrückt. Dann habe ich gesagt, sie, jetzt spielen Sie mal auf der Gitarre und erklären mir, wie ich meine Noten und Texte zum Schreiben habe und spielen es gleich mit der Gitarre. Das kann sie gar nicht, das kann sie gar nicht. Aber behaupten wollen, wie ich meine Sachen zu machen habe. Nun, wenn man neidisch ist, das bringt so gar nichts, weil irgendwie jeder von uns etwas kann und irgendjemand stolz auf jemanden ist oder so, weil er perfekt in seiner Form ist. Ich bin ja auch nicht immer perfekt, das gebe ich zu, auch wenn das so wäre. Sowas definiere ich mal als Besserwisser. Besserwisser definiere ich dadurch, das fällt unter neidisch. Und dann noch, behaupten, Gitarre spielen kann er, sagt diese Frau, und aber singen kann ich nicht. Das ist mir damals in Kempten passiert, hat eine Frau behauptet in Kempten, und eine damals in Ulm hat zu mir gesagt, wie ich meine Noten und Texte zu schreiben habe. Nun kann ja jeder was von uns, jeder kann was von uns und jeder stellt was dar. Und wenn jeder was darstellt, dann kann er was. Dann muss man doch nicht neidisch sein auf den anderen. Ja, logisch. Und wie definiert man das? Aus einem Aspekt heraus, so wie ich sage, sozusagen. Und in diesem Sinne, ciao, servus, euer Wurzeltummy. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Video. Servus, ciao. Genau.